Guten Morgen, Kurzer. Na, gut geschlafen? Vielleicht dich mal. So, hoch mit dir. Ist ein bisschen cool. Hilfe! Hilfe! Ja, los. Dann. Ich. Irgendwann kriegst du schon Hunger. Scheiße. Verdammt, sind Sie bescheuert? Keine Anrufe. Sowas vereinbart. Bist du jetzt vernünftig? Herr Lukas, bitte setzen Sie sich doch. Dankeschön. Sie mal, Ihr Mann wollte mir doch heute das Versteck im Wald zeigen. Er ist gar nicht da, oder? Ich muss meinen Mann entschuldigen. Er ist verlegt durch den Wind. Ich weiß, nach außen spielt er mit den Haken, aber er ist genauso am Ende wie ich. Das verstehe ich doch. Aber schauen Sie mal, deswegen haben Sie doch nicht genommen. Also vertrauen Sie mir doch bitte auch. Das tun wir doch. Also ich jedenfalls. Deshalb habe ich ja auch versucht, meinen Mann davon zu überzeugen, auf Sie zu hören. Und hatten Sie Erfolg? Ist er jetzt bereit, dass wir die Polizei einschalten? Ach, Sebastian will davon nichts wissen. Wir haben uns sogar ziemlich gestritten deswegen. Das ist nicht gut. Also Streit ist das Letzte, was wir jetzt brauchen können. Ich habe doch nur solche Angst um Kevin. Wenn wir nur irgendetwas tun können. Aber wir können doch was tun. Ich meine, Sie kennen die Stelle doch bestimmt auch. Dann zeigen Sie mir die eben. Ich weiß nicht. Wenn mein Mann das nicht will. Aber er muss doch nichts erfahren. Und ich meine, wir werden doch einen Spaziergang machen dürfen. Und es ist doch mir nicht verboten, ein bisschen rumzuschauen, wenn ich spazieren gehe. Und dann kann ich doch an der Stelle ein bisschen gucken, ob ich irgendwas entdecke. Vielleicht Reifenspuren oder irgendeine Person, die gestern was beobachtet hat. Meinen Sie wirklich? Ich meine das wirklich. Schauen Sie mal, wir müssen immer einkalkulieren, dass bei der Geldübergabe irgendwas schiefgehen könnte. Wir brauchen einen Plan B. Und Spuren sammeln ist eine sinnvolle Geschichte, aber die Spuren werden in den nächsten Tagen nicht besser. Oh, bitte tun Sie alles, damit Kevin nichts passiert. Ich zeige Ihnen die Stelle am Wald. Ganz ehrlich, ich verstehe das Verhalten von Kevins Vater langsam überhaupt nicht mehr. Also er scheint ja wirklich um jeden Preis verhindern zu wollen, dass irgendwer irgendwas mit der Entführung rausfindet. Die Polizei soll nicht für ihn arbeiten, ich soll wohl auch nicht mehr für ihn arbeiten. Ich meine, wir waren verabredet, er war nicht da. Also wenn er mit der Entführung zu tun hätte, dann würde ich sein Verhalten verstehen und dafür habe ich keine Anhaltspunkte. Aber denken wir es mal kurz durch, wenn er mit der Entführung was zu tun hätte, na ja gut, dann müsste er wohl einen Komplizen haben, weil nur das könnte diese Personenverwechslung erklären. Jetzt schaue ich mir erstmal die Stelle im Wald an und dann sehen wir weiter. So, hier müsste es sein. Da haben wir richtig was aufgebaut. Das ist das Versteck, was Sie meinen, oder? Toll. Und da haben die dann oft gespielt. Wenn ich mir vorstelle, mein Junge spielt hier so fröhlich. Und dann kommt so ein Schwein und verschleppt ihn einfach. Schauen Sie mal ganz kurz. Hier, schauen Sie mal. Taschentuch, gucken Sie mal. Kennen Sie das? Oh Gott, das gehört Kevin. Seine Oma schenkt sie ihm immer und steckt seinen Namenskürzel hinein. Sehen Sie, Kyle? Ja. Er hasst diese Dinge, aber er liebt seine Oma. Oh Gott, nein. Die weiß ja noch gar nichts davon. Ich kann ihr das nicht sagen. Also ist es ganz sicher Kevins Taschentuch. Er muss also hier gewesen sein. Kevin! Kevin! Kann ich vielleicht mal erfahren, was Sie hier suchen? Das ist Herr Stübel, der Revierförster. Angenehm. Stefan Lukas, ich bin der Anwalt von Frau Schneider. Ihr Sohn, der Kevin, der ist gestern Nachmittag verschwunden. Er ist zuletzt wohl hier im Wald gewesen. Haben Sie ihn vielleicht gesehen gehabt? Nein, leider nicht. Dass Sie irgendwas beobachtet haben? Gestern ist mir tatsächlich ein Lieferwagen aufgefallen. Der hat da hinten am Postweg unberechtigt geparkt. Hier wird in letzter Zeit ziemlich viel Holz geklaut. Deswegen ist mir das so aufgefallen. War das? Jetzt warten Sie mal ganz kurz. Haben Sie denn den Fahrer erkennen können oder ob es mehrere Leute waren? Es war definitiv nur einer. Beschreiben kann ich den jetzt nicht. Das war der Fahrzeugtyp. Können Sie dazu was sagen?
Da habe ich mir sogar das Kennzeichen aufgeschrieben. Aber wozu brauchen Sie das eigentlich? Ich darf jetzt rausreißen? Na klar. Dankeschön. Hansi, wenn noch irgendwas einfallen sollte oder Sie irgendwas beobachten sollten, dann rufen Sie mich bitte an. Ja. Hoffentlich ist nichts Ernstes mit Kevin. Ich mag den Lauter nicht. Ich kann nicht mehr. Mein Junge Kevin. Danke. Kommen Sie. Ich bringe Sie nach Hause. Sind Sie verrückt, hier zu rauchen? Wollen Sie den ganzen Wald abbrennen? Schon gut, Alter. Ich mach's ja schon aus. Ja. Aber wirklich, Sie haben ja wohl gar keine Ahnung, wie man sich hier in der Natur benimmt. Du verschwindest jetzt besser. Sie, unverschämter Kerl. Hau ab! Sie merke ich mir. Sie haben also eine Spur von Kevin? Was haben Sie rausgefunden? Wo ist Kevin? Das weiß ich noch nicht, aber ich habe Neuigkeiten. Ich war jetzt mal mit Frau Schneider an der Stelle, wo die Jungs gestern gespielt haben. Und da habe ich das Taschentuch von Kevin gefunden. Das heißt, dass Kevin von dort entführt wurde? Ja, das kann das heißen. Aber interessant ist vielleicht, was der Revierförster beobachtet hat. Er hat nämlich zur selben Zeit dort an dieser Stelle einen Lieferwagen gesehen. Er hat das Kennzeichen aufgeschrieben. Ich konnte mittlerweile den Fahrzeughalter ausfindig machen. Und der hat mir gesagt, dass am Tag zuvor ihm der Wagen gestohlen wurde. Sie haben also doch die Polizei informiert? Nein, habe ich nicht. Entschuldigen Sie bitte, meine Mandanten wollen das nicht, dann mache ich es auch nicht. Ich würde es aber zu gerne tun. Schauen Sie mal, wenn wir die Polizei informieren würden, die könnten für uns diesen Lieferwagen ausfindig machen und wir hätten vielleicht eine Spur zu Kevin. Ich glaube, Herr Lukas hat recht, Sebastian. Also mir ist das ja egal. Ich steuere ja nur das Lösegeld bei. Aber ich möchte schon noch einmal darauf hinweisen, was der Entführer zu mir am Telefon gesagt hat. Eben, und darum bin ich immer noch strikt dagegen. Hören Sie, der Typ wollte doch Johann entführen. Und nur wenn Herr Ullmann wie versprochen zahlt, wird Kevin nichts passieren. Ullmann? Haben Sie das Geld? Ist er das? Ja. Ja, das Geld habe ich. Ich will ein Lebenszeichen von dem Jungen. Und ich will mit ihm reden. Moment. Hallo, Papa. Hier ist Helmut. Geht's dir gut? Der Blödmann glaubt mir nicht, dass ich Kevin und ich Johann bin. Johann, hör auf mit den Spielchen. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir bezahlen das Geld und dann kommst du frei. Das genügt jetzt. Um 12.30 Uhr steigen Sie mit der Kohle in Ihr Auto. Alleine und keine Bullen. Weitere Instruktionen unterwegs. Das war knapp. Also beinahe wäre rausgekommen, dass Sie mit Kevin sprechen. Vielleicht ist es auch rausgekommen, das weiß ich eben nicht. Wenn es rauskommt, können wir nicht sagen, wie der Entführer reagieren wird. Vielleicht dreht er irgendwo durch, macht Unüberlegtes. Und genau deswegen kann ich nur noch einmal dafür werben, bitte die Polizei einzuschalten. Wie Sie meinen. Aber dann übernehme ich keinerlei Verantwortung mehr. Nein, zum letzten Mal. Herr Ullmann zahlt, was ich nie vergessen werde. Und keine Polizei. Also, ich kann die Schneiders natürlich zu nichts zwingen. Aber es ist unverantwortlich, die Polizei immer noch nicht einzuschalten. Gerade jetzt, wo der Entführer jeden Moment drauf kommen könnte, den Falschen entführt zu haben und sich dann vielleicht zu irgendetwas Unüberlegten hinreißen lassen könnte. Am meisten umtreibt mich, dass der Herr Ullmann so strikt dagegen ist, die Polizei einzuschalten. Ich meine, aus welchem Grund? Ich denke ja spontan immer, wenn jemand so strikt gegen Polizei ist, dann hat er vielleicht was zu verbergen. Nur was soll es bei Herrn Ullmann sein? Ich will ja nicht so weit gehen, dass er was mit der Entführung zu tun hat, zumal mir da klare Anhaltspunkte fehlen. Und dann könnte ich ja gleich so weit gehen und sagen, auch die Schneiders kommen als Täter in Betracht, weil sie ja zumindest ein klares Motiv hätten, nämlich Geldnöte. Aber im Hinterkopf sollte man diese Gedanken doch ganz sicher mal behalten. Scheiße! Du Ratzlöffel!
deine Kröte! Du entwischst mir nicht! Lass mich runter! Halt's Maul, sonst knallt's! Hilfe! Lukas? Ja, Lukas, hier ist Stübel, der Revierförster. Ja, schön, dass Sie anrufen. Sie haben hoffentlich gute Neuigkeiten für mich. Ja, der Lieferwagen wurde in meinem Revier gefunden und auch die Fahrer. Das ist doch eine erfreuliche Nachricht. Ich glaube aber nicht, dass das etwas mit Kevin zu tun hat. Es waren tatsächlich Holzdiebe, die mit dem gestohlenen Transporter mehrere Festmeter Holz abtransportieren wollten. Schade. Schade. Trotzdem, danke, dass Sie mich angerufen haben. Danke. Wiederhören. Danke, tschüss. Ja, schade. Ich habe gedacht, dass der Lieferwagen wirklich etwas mit der Entführung zu tun hat. Aber ich habe dafür was sehr Spannendes im Internet gefunden. Über die Ullmans. Der Firma geht es wohl finanziell ziemlich schlecht, weil eine Konkurrenzfirma sich hier in der Region breitgemacht hat, die in ganz großem Stil Landwirtschaftsmaschinen verkauft. Naja, umso erstaunlicher ist es doch, dass die Familie dann trotzdem mal eben so 5 Millionen Euro locker macht. Also entweder sind die Ullmans einfach herzensgut oder sie haben ein Interesse daran gehabt, das Geld auf diese Weise loszuwerden. Ja, die Spur vom Lieferwagen war leider eine Sackgasse. Aber wenn der Ullmann das Geld übergeben hat, kommt Kevin doch frei. Bitte, Herr Lukas, ich drehe hier durch. Bitte, die dürfen Kevin nichts antun. Nein, das dürfen die auch nicht. Ich werde auch alles tun, um das zu verhindern. Genau deshalb würde ich jetzt ganz gerne mal mit Ihrem Mann allein sprechen, wenn es Ihnen recht ist. Danke. Also, wenn Sie jetzt wieder mit der Polizei anfangen, können Sie es gleich sein lassen. Ja, das habe ich ja verstanden. Mir geht es um was anderes. Ich weiß aus unserem gemeinsamen Prozess, dass Ihnen finanziell nicht gut geht, seit Sie Ihren Job verloren haben. Und Sie machen eine Person dafür verantwortlich, Herrn Ullmann, weil er Sie rausgeworfen hat. Ja, und was wollen Sie mir jetzt unterstellen? Ich will gar nichts unterstellen, aber ich will vielleicht mal eine Sache erklären. Wenn Sie glauben, wenn Kevin toi 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 gefunden werden sollte, dass dann die Sache erledigt ist, sie fängt dann erst richtig an. Die Polizei wird nicht locker lassen, bis der Täter gefunden ist. Das sollten Sie wissen. Ja, na und? Ja, na und? Die Polizei wird schnell dahinter kommen, dass Sie finanzielle Probleme haben. Also man wird Sie in den Fokus nehmen. Ich habe Ihre Frau nicht ohne Grund rausgeschickt. Ich will mit Ihnen hier Klartext sprechen. Glauben Sie ernsthaft, dass ich was mit der Entführung zu tun habe? Sind Sie wahnsinnig? Ich glaube gar nichts. Aber ich sage Ihnen was, Herr Schneider. Wenn Sie mit der Entführung Ihres Sohnes irgendwas zu tun haben sollten, dann sagen Sie es. Dann können wir uns die ganze Aktion schenken. Vielleicht denken Sie auch mal an Kevin. Ich schwöre Ihnen, dass ich nichts mit der Entführung zu tun habe. Ich meine, ich liebe meinen Sohn. Ich würde ihm nie was antun und dem kleinen Johann auch nicht. Aber wenn Sie mir nicht glauben, dann rufen Sie doch die Polizei an. Ja, aber dann müssen Sie den Herr Ullmann auch erstmal davon überzeugen, weil der möchte es ja auch nicht. Ja, von all dem werde ich nichts tun. Ich fühle mich nur Ihnen und Ihrer Frau gegenüber verpflichtet. Das sollte Ihnen klar sein. Sie sind meine Mandanten, ja? Aber Sie haben völlig recht. Herr Ullmann sollte nichts erfahren. Von mir nicht, von Ihnen nicht. Ich würde ihn gerne auf die Probe stellen und Sie helfen mir dabei. Ja, okay, ich vertraue Ihnen und meine Frau sowieso. Aber bitte glauben Sie mir, dass Sie nichts mit der Entführung zu tun haben. Sie machen jetzt einfach bitte das, was ich Ihnen sage. Ja, das hätte ich wahrscheinlich schon lange tun sollen. Aber ich weiß auch gar nicht, wo mir der Kopf steht in letzter Zeit wegen der ganzen Sache. Das verstehe ich auch. Genau deswegen ist es ja auch richtig, dass wir jetzt die Polizei einschalten. Aber der Ullmann sollte davon nichts wissen. Sie trauen ihm nicht, oder? Thomas, so, es ist ganz gut, wenn er nicht weiß, dass die Polizei jetzt involviert wird. Ich habe was vor und dabei helfen Sie mir. Ich fahr dann mal los. Pass auf dich auf. Herr Ullmann. Mein Mann und ich, wir wissen gar nicht, wie wir Ihnen danken können. Und ich verspreche Ihnen, wir werden alles dafür tun, um Ihnen das Geld wenigstens zum Teil zurückzugeben. Schon gut. Eigentlich hätte es ja Johann sein sollen und dann hätten wir auch bezahlt. Auch ich danke Ihnen von tiefstem Herzen. Und darum habe ich mir überlegt, dass ich Sie begleite. Das ist lieb gemeint. Aber der Entführer hat deutlich gesagt, ich soll das Geld alleine bringen. Aber die Idee ist doch eigentlich gut. Ich meine, er könnte es ja hier hinten im Auto einfach verstecken. 4 Augen sehen bekanntlich mehr als 2. Vielleicht sieht er irgendwas, was der Polizei später hilft, den Täter zu überführen. Ich meine, Ihnen ist auch wichtig, dass Sie das Geld hinterher wiederbekommen. Ja? Bitte schön. Aber wenn dann etwas passiert, übernehme ich keine Verantwortung. Pass auf dich auf. Das ist er. Hallo? Ja?
Was ist denn passiert? Der Entführer muss irgendwie mitgekriegt haben, dass ich im Auto war. Er hat gesagt, dass die Geldübergabe platzt, wenn ich nicht sofort aussteige. Das kann gar nicht sein. Ich meine, ich bin dort dicht gefolgt. Da war kein anderes Auto. Wer soll das gemerkt haben? Vielleicht wurde das Haus beobachtet. Ich habe jetzt wirklich Angst, dass Kevin was passiert. Ja, haben Sie denn den Entführer selbst sprechen gehört? Nein, Herr Ullmann hat die ganze Zeit über Kopfhörer mit ihm gesprochen. Steigen Sie ein, schnell. Scheiße, warum meldest du ihn nicht? Oh Mann, melde dich. Scheiße, hast du dafür schon wieder seine Knebel ausgespuckt? Na, warte! Hallo? Ja, hier bin ich. Mann, Alter, warum lässt du mich so lange warten? Ja, sorry. Jetzt beruhig dich mal wieder. Dieser blöde Anwalt hätte beinahe noch alles vermasselt. Der wollte, dass Kevins Vater mitkommt. Aber den bin ich losgeworden. Also, pass auf. Du lässt den Jungen in einer halben Stunde frei und dann verpisst du dich. Verstanden? Ich hab's jedenfalls verstanden, Herr Ullmann. Was machen Sie denn hier? Mensch, Sie verdienen noch alles. Wenn der Entführer Sie sieht. Hauen Sie ab, Mann! Hauen Sie ab! Hauen Sie sofort ab! Ich hau ganz bestimmt nicht ab und Sie hören auf mit dieser miesen Show. Da glauben Sie, ich habe nicht kapiert, was hier gespielt wird. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Was für eine Show. Hören Sie, ich warte hier auf die Geldübergabe. Und wenn dem Kevin jetzt was passiert, dann sind Sie schuld. Kevin wird schon nichts passieren. Es ist vorbei, Herr Ullmann. Das Spiel ist zu Ende. Hoch die Hände. Ihre Firma, die steht kurz vor der Pleite, das wissen Sie. Sie wissen, dass Sie notfalls haften müssen mit Ihrem Privatvermögen. Das wollen Sie vermeiden. Und deswegen haben Sie... Stopp, 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 stopp! Deswegen haben Sie 5 Millionen daraus beiseite schaffen wollen, getarnt als Lösegeld. Ja? Sie haben die ganze Entführung inszeniert, um das so durchführen zu können. Das weiß ich mittlerweile. Deswegen ist die Polizei auch informiert. Und Sie können jetzt höchstens was tun, damit die Strafe ein bisschen milder ausfällt, indem Sie mir sagen, wo Ihr Komplize steckt und wo Kevin ist. Bitte, lassen Sie mich laufen. Ich gebe Ihnen 1 Million. Ich will 5 Millionen. Um sie dann bei der Polizei abzuliefern. Das kann sogar für Sie günstig auswirken. Genauso wie ein vollumfängliches Geständnis. Wenn Sie Idiot sich nicht eingemischt hätten, haben wir alles glatt gegangen. Trotz dieser blöden Verwechslung. Merken Sie was? Sie können gar nicht anders als die Strafe machen. Idiot nennen Sie mich. Das ist eine Beleidigung. Aber ich müsste dann einen Antrag stellen. Da habe ich keine Lust zu, weil ich Sie gar nicht mehr bei irgendeinem Verfahren wiedersehen möchte. Na, weil Sie für mich das Letzte sind. Ein Vater, der seinen Sohn entführen wollte. Sie haben doch gar keine Ahnung. Ich habe das für ihn und meine Frau gemacht. Soll er als Bettler aufwachsen, so wie diese Schneiders? Ich wusste gar nicht, dass Schneiders Bettler sind. Was ich aber weiß, ist, dass es keinen Sinn hat, mit Leuten wie Ihnen zu reden. Da rede ich lieber mit einem Schimpansen. Letztes Mal frage ich noch etwas. Wo ist Kevin? So, du Knöpfe ab. Oder soll ich dir Beine machen? Das ist doch eine Falle, wehe, du tust mir was. Ich hab dich eh schon längst an der Stimme erkannt. Du bist Manni, der manchmal bei den Ullmanns arbeitet. Polizei, Handy hoch! Ganz ruhig! Das reicht jetzt, kleiner Mann. Ich kenne den Mann, das ist Manni Brockmann. Okay, das wissen wir schon. Gut gemacht, Herr Kollege. Ich will zu meiner Mama. Ja, der Rechtsanwalt von deinen Eltern ist auf dem Weg. Der bringt dich nach Hause. Ja? Gut. Bring du mal zum Auto. Dir geht's soweit gut? Ist halt ordentlich mit dir umgegangen. Passt ja. Oh, Kevin. Gott sei Dank. Oh. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Herr sehr gerne. Vielen Dank. Wirklich gerne. Kevin, du warst klasse dafür. Danke. Ja, alles Gute euch. Alles Gute. Danke noch. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ja,
Vielleicht mal so, wenn ich 3 Tage durch die Wüste irre ohne einen Tropfen Wasser und dann kommt ein fliegender Händler vorbei, der verkauft Wasserkanister, dann kann Geld Leben retten. Und wenn ich Lust auf Vanilleeis habe und ich komme an einer Eisdiele vorbei, dann kann Geld viel Freude machen. Wer aber deshalb glaubt, dass Geld das Wichtigste im Leben sei, der hat es nicht kapiert. Genauso wenig wie der Herr Ullmann. Der wollte seine ganzen Reichtümer sichern, 5 Millionen Euro, und zwar auf kriminelle Art und Weise, menschenverachtend, und hat alles verloren. Seine Familie und seine Freiheit. Denn seine Frau wird ihm nicht verzeihen, was er den Schneiders angetan hat. Und das Gericht, naja, das wird die ganze Tat auch nicht einfach mal so ungeschehen lassen, sondern wird das Ganze mit einer Freiheitsstrafe quittieren, zwar mit einer recht hohen. Davon ist auszugehen. Naja, ich bin froh, dass alles aufgeklärt werden konnte und dass niemand verletzt wurde. 2 schöne Stichwörter habe ich genannt. Vanilleeis, das hole ich mir jetzt gleich, und Wasser. Da tut es nachher auch eine Cola. Alles nicht lebenswichtig, aber eine schöne Idee, wie ich meine.